Ich heiße Dominik Lang, ich bin von hier. Ich wohne in Olsen. Es ist eine kleine Stadt, so ungefähr 25 Kilometer von Strasbourg. Und vor allem bin ich, nicht ganz Elsässisch. Ich bin geboren im Elsass. Ich bin geboren in Milhuse, das ist in Overland, im Haut-Rhin. Meine Kindheit verbracht in der Nähe von Paris. Und dann bin ich zurückgekommen zum Elsass für meine Studie von Medizin in 1974. Und seitdem bin ich da geblieben, bin ich gar nicht weggefahren. Ich bin immer da geblieben und habe immer da geschafft und schaffe noch immer hier im Olsen. Ich bin ein Doktor, ich arbeite mit älteren Leuten im Spital von Olsen. Was kann ich sonst sagen? Über dem Elsässer. Elsässisch ist ein ganz spezielles Dialekt, es ist Spruch, könnte man sagen. Es kommt nicht genau vom Deutsch, vom heutigen Deutsch. Es ist Heritier vom Alt. Mittelhochdeutsch ist ein Spruch vom Mittelalter. Es ist gesprochen worden im Mittelalter in Deutschland. Und es ist zum Elsassisch geworden in den Jahrhunderten, als der Deutsche auf seiner Seite evoluiert hat. Weitdem haben wir viele Unterschiede zwischen Deutsch und Elsässisch. Was kann man sagen? Die Pronunciation ist nicht das alle. Die Deutschen haben das heutige Hochdeutsch. Wir haben das Elsässisch. Was wir auch können sagen, ist, dass Elsässisch ganz verschieden ist zwischen Nord und Süd. Die Dialekte sind ganz verschieden. Im Süd-Elsass redet man mehr, ist der Spruch viel näher zu dem Schweizer Dialekt, zu dem Schweizerdeutsch. Das ist ganz, ganz, ganz speziell. Und das Norddialekt, das Dialekt vom Norden, ist scheint wie der Dialekt im Deutschland von der Saar, vom Saarland oder vom Baden-Württemberg. Wir haben im Elsass haben wir auch viele Wien. Viel Wein und die besten Weine sind produziert im Süd-Elsass, im Haut-Rhin. Da haben wir die besten Cépage, die besten Weine aus dem Elsass. Und das Wein vom Elsass ist ganz speziell. Es ist fast immer Weißwein. Wir haben ein paar Rosé und wir haben nur einen richtigen Roter. Das ist der Rot Dotrot. Und der Rot Dotrot ist produziert ein paar Kilometer von hier, das heißt im Barin. Wir haben ein paar gute Weine im Barin, auch ganz speziell. Und der Rouge Dotrot ist vom Barin. So. Jetzt, wie bin ich gekommen auf dem Elsässisch? Also, wie gesagt, habe ich meine Kindheit in Paris verbracht und ich bin zurückgekommen im Elsass, zu meinen Wurzeln, in 1974. Und an der Zeit habe ich angefangen mit älteren Leuten zu arbeiten im Spital. Und an der Zeit haben die älteren Leute fast nur Elsässisch oder Deutsch geredet. Und ich bin es obligé geworden, Elsässisch zu lernen. Und als ich auch Deutsch reden konnte, ist es
so ganz sozusagen naturell gewesen, dass ich vom Deutsch noch im Elsass, noch im Elsässisch gerutscht habe. Und dann auch mit dem Reden, wenn ich mit den Leuten wieder geredet habe, mit den Jahren.